Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Jetzt ist es am Regnen. Da freue ich mich gerade richtig drauf. Wir haben endlich wieder Wasser. Wir kochen ja unten noch, oder in der letzten Folge besser gesagt. Haben wir ja gesehen. Die Schildkrötenpanzer endlich wieder aufgefüllt sind. Und wir haben ja jetzt dieses Mal hier drei Stück. Warte mal, ich mache mal Licht an. So. Der ist voll. Der nicht. Aber der ist voll. Der ist voll. Dass wir drei Stück hier voll haben. Obwohl, der Regen hat ja jetzt schon wieder aufgehört. Aber wir haben die da drei voll. Und der hier ist voll. So, ich würde aber sagen, wir legen uns lieber jetzt erstmal. Wa? Legen uns jetzt erstmal lieber ein bisschen pennen. Damit es hellichter Tag wird. Nicht so dunkel. Dann gehen wir gleich los. So, Z. Ah. Guter Morgen. So, frühstücken können wir auf dem Boot. Ja, den würde ich lieber nicht verbrauchen, sondern eher von hier. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Ne, müssen wir eben jagen gehen. Holen wir uns eben ein paar Schildkröten. Und dann würde ich sagen, würden wir eben da oben schnell weitermachen. 470 Baumstämme. Ja. Mir gar nicht aufgefallen, dass wir so viele brauchen. Oder habe ich es einfach nur wieder vergessen? Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet gehabt, dass da 470. Ja. Kann doch nicht sein. Sind aber auch schon gleich da. Wir müssen da auch gleich schon die Schildkröten da sein. Dann gibt es gleich lecker Frühstück. So, die müssten auch schon gleich da sein, die Schildkröten. Da kommen sie schon. So, den nehmen wir mit. Da steht schon einer. Stehen schon ein paar mehr. Egal. Wir machen uns eben was zu essen. Und da rennen die weiter.
Die sind auch in letzter Zeit meistens eher so in Fünfergruppen unterwegs, kann das sein? So, Essen ist fertig. So. Eine schnappen wir uns noch. Dann nehmen wir den Wagen hier und fahren dann darüber. Jo, bin auch sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Muss nur eben ganz kurz, ganz schnell auf Toilette. Ich hoffe. Ja. Bei Bäumen. Machen wir. Füllen wir den Wagen auf und dann das Ding da hinten. Ah. Ah, ich dachte schon, der fällt auf mir. Was? Ach nö. Stecker. Weg damit. Dann noch 1 Million Stecker drin gehabt. Hier haben wir noch ein paar Baumstämme. Und wo kommen die denn? Hier scheint voll zu sein, oder? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Bäume. Den Baumstämme. War hier nicht noch einer gerade? Also 8 können wir da reinpacken. Ja, dann haben wir halt 10. Umso besser. Ist deutlich besser als 8 auf jeden Fall. Wenn wir noch ein paar Bäume mehr schlachten. Ups. Wo fällt der hin? Da, okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Das sind 4 Stämme. Bambi. Jetzt bald? Komm schon. Schon sagen, wie lange soll ich noch dagegen hauen?
Hey Bambi. Wir riskieren noch einen Baum. Mal schauen, ob dafür auch genug Platz ist. Vielleicht sogar 12 oder so reinpacken. Komm, ja. Jetzt fall. Schauen wir mal, ob das auch noch reinpasst. Ist ja nice. Einfach mal 12 Baumstämme. Also 3 Bäume können wir da reinpacken. Ja, richtig gut. Wie kam ich denn darauf, dass da nur 8 reinpassen würden? Damit geht ja die Arbeit hier deutlich schneller von der Hand. Na komm, wir fahren mal darüber. Und hauen hier mal 3 Bäume um. Er rollt mir nicht alle weg, ja? Sonst haben wir hier keine mehr rumliegen, ne? No. Boah. Sind die schon wieder? Wo sind sie? Seht ihr die? Gerade gar nicht. Ja, fahren wir erstmal rückwärts, ne?
Ja. Im Grunde noch drei Bäume. Schnappen wir uns die drei da vorne. Und hoffen, dass wir nicht attackiert werden. Das wäre jetzt alles andere als Knorke. Oh. Ja, du. Oh. Kleiner Pisser. Warte. Die Zeit haben wir. Boah, ich dachte schon, die Möwe ist noch einer. Ah. Aua. Ey. Mehr. Macht er mir meine komplette Knochenrüstung kaputt, der Wichser. Warte mal. Fähigkeit ist nicht so. Nehmen wir. Ja, bleiben wir bei dem. Hm? Wo bist du? Hey. Du schuldest mir jetzt eine neue Knochenrüstung. Ah, hier haben wir Lagerfeuer. Was ist ein Pisser? Ja, die Flagge zittert auf. Hä? So ein bisschen was essen müssen wir auch noch. Haben wir die Ausdauer wieder voll kriegen. So, in der Zeit können wir auch eben. Ja? Noch mal ein bisschen Knochenrüstung hier aufsetzen. Ja? Wo ist mein Fleisch? Wo ist mein. Hallo?
Und den hier noch. Wie gar keine Ausdauer mehr. So, der Tag ist auch schon gleich um. Das heißt, wir müssen gleich auch sofort zurück. Egal wie voll jetzt unser Boot ist. Unser Floß. Waren hier nicht noch ein paar Baumstämme? Da unten sind sie. Hier ist einer und hier ist noch einer. Warten wir nicht noch mehr? So, 4, 6. So, 4, 6, 8, 10. Okay, 12. Müssen wir jetzt darüber. Dann machen wir uns eben jetzt hier noch was zu essen. Ich trinke eben noch einen Schluck. Sind wir noch nicht fertig? Doch. Was ins Feuer gelaufen? So. Und das sind die letzten. So, dann würde ich sagen, fahren wir zurück. Bin ich aber auch gespannt, wie weit wir dieses Mal mit dem ganzen Holz hier vorankommen. Muss aber auch sagen, es sieht schon nice aus von hier aus.
So ein kleines bisschen zurück. Dann damit auch noch ein kleines bisschen zurück. Können wir ein bisschen drehen? Komm, ein bisschen. Ja. So, das wird reichen müssen. So. Gehen wir eben noch mal hier was trinken. Ja. Warum sehen die auf einmal so leer aus? Aber ich würde sagen, wir machen hier nochmal so eine Lagerung. Wo haben wir die Lagerung? Baumstammlager, nochmal ein. Wollen wir dann hier? Ja, komm. Den wollen wir schon gerade haben. So, ja, dann müssen wir das hier geblieben. Oh. Mir so machen. Machen wir das Ding eben durch. Fertig. So, dann hätten wir den Raum auch schon fertig. Dann machen wir hier weiter. Seitdem wir das Ding hier haben, ist das einfach angenehmer, finde ich. So. Dann brauchen wir nicht mehr 1 Million Meilen nach da hinten hinzulaufen. So, du fällst hoffentlich nicht runter. Und dann können wir auch notfalls bis hierhin immer hoch. Okay, hier ist auch schon maximal. Nicht runterfallen. Und hier machen wir ja noch einen Zugang zu einem Turm, das nach da hinten hinführt. Hatte ich auch schon vor einigen Folgen mal erzählt. Und dann bin ich auch gespannt, wie das auch funktioniert, wie sehr das auch klappt und so weiter. So, wir haben auch wieder Hunger. Ein Schildkrötenfleisch haben wir leider verloren. Aber dafür gehen wir jetzt mal in die Küche. Machen uns eben was zu essen.
Komm schon. Ich hab Hunger. Ist das fertig? Ich bin gespannt, aber wie das hier sein wird dann. So, können wir hier jetzt schon so ein Bodenloch machen? Warte. Wo haben wir hier? Nee. Freies Bauen hier. Muss vorher schon was sein. Vorher können wir dann noch nichts bauen. Oder besser Löcher reinplanen. Ich habe mich schon gewundert, warum kann ich da nichts ablegen? Hier ist ja noch nicht fertig. Die Wand haben wir gleich auch fertig. Nice, haben wir hier auch gleich alles durch. Und noch mal runter. Komm, mal wieder stecken. Oh. Bin echt gut darin, irgendwo stecken zu bleiben. Und so. Schaffen wir die Wand hier noch komplett fertig? Boah, das wäre es jetzt. Das wäre so geil, wenn wir die hier auch noch fertig kriegen bis hierhin. Ein Holz haben wir dann noch, glaube ich, oder? So, ist auch ehrlich der Tag wieder. Wie es aussieht, wird es heute auch mal eine längere Folge. Wir sind schon bei 36 Minuten.
Ja, aber vor ein paar Tagen kam dafür auch eine etwas kürzere Folge. Und im Durchschnitt will ich ja immer so 20 bis 30 Minuten haben. Also wenn mal eine längere Folge da ist, dann ist es eigentlich eher zu eurem Vorteil. Aber die Regel sollte bei mir dann sein, so immer hier 20 bis 30 Minuten. Da kann sich dann auch keiner beschweren oder so. Vor allem, wenn die Folgen auch länger sind, merkt man ja auch, dass einem das Spiel auch Spaß macht und so. Und wenn man einfach gar nicht mehr merkt, so, oh, so lange bin ich schon dran. Die Wand kriegen wir auch noch hin. Holz haben wir noch 6 Stück da unten. 6 Baumstämme. Die schaffen wir. So, letzte 2. Wo sind hier insgesamt 6? Nice, haben wir den jetzt auch noch fertig. So. Sieht schon richtig geil aus, finde ich. Hier die große Halle. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Dann sehen wir uns auch in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ciao.